Und dann gibt es einen harten Kern, die man eh nicht erreicht. Die kennt jeder in seiner Bekanntschaft. Also jede Person, mit der Sie sprechen, kennt irgendjemanden, ja, wo die Leute abwinken und sagen, es hat keinen Sinn, mit dieser Person mehr zu reden. Und ich glaube, das wäre gut daran, würde ich auch jedem politisch im Augenblick empfehlen, klare Kante, klare Richtung. Impfgegner müssen fühlbar Nachteile haben. Und im Grunde, in gewisser Weise, kann man sich nicht länger mit denen beschäftigen. Das ist so. Die kann man nicht nach Madagaskar verfrachten, was soll man machen, aber mit denen sich weiter beschäftigen, zu sagen, habt ihr nicht doch einen Grund und muss man das nicht doch aus eurer DDR-Sozialisation erklären? Oder ist es eine Gruppe, denen die Dispositionen über ihr Leben abhandengekommen sind? Es ist egal. Liebe Zuhörer, wenn ihr das hier hört, seid ihr mitten im heißen Herbst gelandet, eurem Einheitspodcast mit mir, Aaron Mohrhoff, und heute leider ohne meinen Kollegen Dr. Sven Breyer, dafür aber mit einem ebenfalls promovierten Ehrengast. Im Amerikanischen würde man jetzt wohl sagen, my next guest needs no introduction, aber ich sag anders, es ist mir eine Ehre, heute mit dem großen Miloš Matušek zu sprechen. Sorry, Miloš, aber es musste jetzt sein. Willkommen und danke für deine Zeit. Oh, was für eine Einführung. Ich sehe mich gar nicht sehr groß, also, aber vielen, vielen Dank. Ja, Miloš, ich will natürlich trotzdem ein paar Takte über dich sagen, auch wenn ich gerade noch meinte, man müsste dich nicht vorstellen. Du bist Jurist, Journalist, Blogger und Autor. Zuletzt erschien mit dem Buch Wenn's keiner sagt, sag ich's, ein Best-of deiner Blogartikel. Dein Blog wiederum heißt Freischwebende Intelligenz. Und ja, da lese ich immer gehaltvolle und präzise und lesenswerte Gedanken. Du schreibst weiterhin aber auch für viele Publikationen, unter anderem für die Weltwoche, wie ich gerade eben nochmal 20 Minuten vor der Aufzeichnung festgestellt hatte, jetzt ja mit einem mit einer Weiterführung von Was, wenn die Covidioten recht haben, nämlich die Covidioten hatten recht. Ja, lieber Miloš, unser heutiger Arbeitstitel: Was folgt auf das Ende dieses Systems? Und ich würde diese Frage gerne mal en Detail mit dir ergründen, soweit dies in einem Podcast natürlich möglich ist, aber auch wirklich mal in die Architektur dieses aktuellen Systems eintauchen. Deswegen zum Einstieg: In welcher Phase der Krise befinden wir uns deiner Meinung nach? Und dass wir uns in einer befinden, das ist ja mittlerweile klar, dafür brauchen wir uns zumindest nicht mehr fürchten. Das empfinde ich mittlerweile auch als eine Form von Befreiung. Es ist jetzt da, es liegt irgendwie nicht mehr in so einer fernen Zukunft, dass irgendwann mal irgendwas crasht. Und ich weiß, dass auch du diese These vertrittst, dass wir das Ding nicht mehr retten werden und nicht mehr retten brauchen, sondern dass es einmal crashen muss, um dann vielleicht auch aus den Trümmern Neues zu bauen. Wo stehen wir also und wo geht es hin? Ja, ist eine gute Frage, eine schöne Überblicksfrage. Ich würde sagen, wir sind gerade beim Corona-Thema in der Phase der Aufschiebung der Aufklärung, also der Verschleppung der Aufklärung. Covid hat an Schrecken verloren, die Impfstoffe nehmen an Schrecken zu. Und so wie es aussieht, lassen sich die Medien gerade ein bisschen vor sich hertreiben, beziehungsweise haben Angst, sich des Aufklärungsthemas anzunehmen, obwohl jetzt immer mehr Ungereimtheiten auch wirklich im Mainstream angekommen sein müssten. Übrigens, die Weltwoche ist da die große Ausnahme, die ich sehe im Zeitungsmarkt gerade, eigentlich ein Monopolthema. Ist eigentlich verrückt, dass es auf einem Markt ein Meinungsmonopol gibt für bestimmte Themen, das auch noch freiwillig übergeben wird an die kritischen Medien und eben auch an kritische Publikationen im Allgemeinen. Insgesamt eine sehr interessante Situation, auch wie sich das medientechnisch gerade neu konfiguriert. Da sehe ich auch, dass vieles ins Schwimmen kommt auf Seiten des Mainstreams. Und ich hoffe natürlich darauf, dass diese Art von Druck, den wir jetzt aufbauen aus der Schweiz heraus, in Deutschland haben wir auch viele freie, gute Kanäle, Kontrafunk, gut ist auch Schweiz, aber hat natürlich ein bisschen stärker auch noch im deutschsprachigen Raum in Deutschland eine Wirkungsmacht. Dass wir da einfach jetzt ins Handeln kommen, und ich sehe keine andere
Situation, als dass wir uns in einer breit angelegten Forum die Wahrheit sagen über das, was die letzten 2 Jahre passiert ist. Und du hast es schon ein bisschen anklingen lassen. Die Systeme wechseln sich, was kommt danach? Also die große Frage wird sein, lassen wir diese Wahrheitsfindung jetzt noch zu und retten damit vielleicht noch, sagen wir mal so, das System im Ganzen? Oder braucht es erst den harten Aufprall, dass wirklich das Restvertrauen in das alte System verloren geht, um dann wieder ganz neu anzufangen? Aber das hat auch Risiken und auch ein Neuanfang ist nicht unbedingt das beste Mittel der Wahl. Ja, was ich auch immer rauslese seit 2 Jahren, ist auch bei dir dieses Entsetzen über diese schiere Verleugnung der Realität. Da sind wir da auch bei dem Thema, dass jetzt die Weltwoche dieses Monopol hat und man dort irgendwie mal das Offensichtliche zu Papier bringen darf. Ich zitiere mal ganz kurz daraus, weil es jetzt so aktuell ist. Ich glaube, der Artikel hat heute das Licht der Welt erblickt. Die Covidioten hatten recht, also wir brauchen jetzt eine umfassende Aufklärung des gesamten Corona-Unrechts, Untersuchungsausschüsse, Strafverfahren, Wahrheitskommissionen. Und du hast auch noch einen Teil geleakt hier auf Twitter, wo man ein bisschen in den Artikel, der ja hinter der Paywall ist, reinblicken darf. Die Covid-Impfkampagne ist ein Sumpf aus millionenfacher Nötigung, Freiheitsberaubung, Körperverletzung in Klammer mit Todesfolge, Betrug, Korruption und Verleumdungen. Wir sprechen über ein monströses Menschheitsverbrechen. Was ich auch so krass finde, angesichts all dieser Tatsachen und der schieren Verleugnung, ja auch kollektiv, bei den meisten Menschen ist es noch nicht angekommen, in der Tagesschau, im Spiegel, in der Politik, ist diese Form auch von, ich empfinde es als tiefen psychologischen Mindfuck irgendwie und Social Engineering, der da auch betrieben wird, auch global. Alles, was von der Kritik über die Masken, über die sogenannte Impfung, die Kollateralschäden für die Wirtschaft, die Kinder, die Psyche der Menschen vorausgesagt wurde, es trat alles zu 100% ein oder wurde von den schlimmsten Befürchtungen noch übertroffen. Jetzt gibt's aber diesen seltsamen Effekt und da musst du mir mal aushelfen, weil das macht mich auch fertig irgendwie und geht mir an die Substanz. Von James Corbett habe ich mal diesen Spruch aufgeschnappt, Conspiracy Theorists are wrong even when they're right. Und genau das beobachten wir ja jetzt. Also ich empfinde das als eine weitere Verhöhnung. Das hat ja sowas von Gaslighting. So, es ist, glaube ich, so ein Begriff aus der Psychologie. Mhm. Es gibt Phänomen zum Beispiel in toxischen Partnerschaften. Man redet der anderen Person zum Beispiel ein, sie würde ständig etwas vergessen oder ständig was klauen oder so. Und es geht eigentlich um so eine Art und Weise, den Partner zu brechen und ihm einzureden, er sei verrückt. Also ich meine, wird es immer so weitergehen? Was hält dich da auch irgendwie geistig gesund? Ich finde, es geht an die Substanz. Ja, es ist ein interessantes Phänomen, was du ansprichst. Also im Grunde die Erfahrung, zumindest für die Kritiker, weil die haben ja die einzige außerhalb Erfahrung in diesem ganzen Thema. Viele der Kritiker waren ja auch am Anfang vielleicht auf Seiten dieses Corona-Narrativs und ich gehöre auch dazu. So in der ersten Hälfte 2020 dachte ich, ja, okay, das ist etwas Ernstzunehmendes und da muss man jetzt halt mal gucken und es sind ja nur 2 Wochen. Also auch ich war nicht sofort völlig kritisch auf der Palme, sondern ich habe das am Anfang durchaus so eingeschätzt wie der Mainstream. Man muss sich einfach klar machen, denke ich, so ein bisschen aus der Metaebene, was wir jetzt erleben, du hast es angekündigt ein bisschen oder angesprochen mit dem Experiment oder Gaslighting, dass wir in eine Art Versuchskreislauf oder Versuchsablauf eingeordnet werden, indem wir uns letztendlich zwischen 2 Realitäten entscheiden müssen. Mhm. Und das ist etwas, was wir bisher nicht so präsent bei einem Thema, was massiv über Monate Hauptthema war, das haben wir so noch nicht erlebt. Und es gibt ja den schönen Spruch von Niklas Luhmann, dass Medien letztendlich Realität erschaffen. Wenn man sich diese Macht vor Augen führt, fehlt nicht viel beim Verständnis, um zu sehen, dass diese Art von Abspaltung eben bei vielen spürbar geworden ist, dass sie nicht mehr wissen, ob sie den Nachrichten trauen können, ob sie ihrem eigenen Menschenverstand, ihrem eigenen Gefühl noch vertrauen können, ihrer Umgebung nicht mehr trauen können.
Also dieses Art von ins Loch fallen ist da sehr, sehr verbreitet. Und das ist auch etwas, was man, glaube ich, verstehen muss. Die Medien sind die hauptsächliche Drehscheibe für dieses ganze Thema. Mhm. Es gäbe diese Pandemie in der Form nicht, wenn es nicht diese massive Medienberichterstattung gegeben hätte. Wir haben auch im Pandemiejahr 2020 nicht mehr Tote als in manchen Grippejahren. Gleichzeitig ist die Grippe verschwunden. Also rechnet man das gegeneinander auf, ohne die PCR-Tests und dem Schindluder, was da getrieben wurde, hätte es die Pandemie gar nicht gegeben. Also wir sind wirklich in einer abstrusen Situation, wo möglicherweise, und das ist ja der große Vorwurf, der im Raum steht, das gesamte Pandemieregime, also eine autoritäre Ermächtigung von oben, auf Basis einer evidenzbefreiten Luftnummer passiert ist. Das ist ja das große, der große Elefant im Raum, um den es eigentlich geht, denke ich, dass letztendlich diese Form der Machtergreifung auf Basis einer False Flag passieren konnte. Und auch das ist in Demokratien etwas, was unvorstellbar ist, dass sich das gegen die eigene Bevölkerung in der Form richten kann. Also je tiefer man bei dem Thema taucht, desto mehr Ungemach, sage ich mal, kommt zum Vorschein. Und natürlich ist das in einer gewissen Weise belastend. Und man sollte sich auch immer selbst hinterfragen, ob man da auf der richtigen Spur ist, ob man nicht vielleicht auch übertreibt. Also ich stelle mir diese Fragen ständig. Aber die Monstrosität des Ausmaßes sollte dann nicht dadurch gedeckelt sein, dass man selbst vielleicht nur ein begrenztes Vorstellungsvermögen vom Übel in der Welt hat. Und ich gehöre halt nun mal zu den Journalisten, die eher davon ausgehen, dass die Welt um einen herum ein bisschen verludert und schlecht ist, als dass ich davon ausgehe, dass alles eine grundsätzliche Ordnung hat. Und das ist, denke ich, auch der Anspruch des ganz normalen, klassischen, kritischen Journalismus, dem ich mich verpflichtet fühle. Ja, du hast gerade dieses Phänomen der Medienrealität so angesprochen. Das kann ich auch beobachten. Also es ist ja wirklich schwer, nicht in solche einfachen Erklärungsmuster wie so dieser Matrix-Effekt oder sowas abzurutschen, wo man so sagt, im Endeffekt ist man entweder angeschlossen oder man hat sich davon befreit, aber es kommt einem halt immer mehr so vor und der Vergleich drängt sich ja auch geradezu auf. Mir hat da auch nochmal die Arbeit von Michael Main sehr weitergeholfen im Verständnis, der ja das gut erklärt anhand dieses Beispiels. Es gibt diesen Effect of Presumed Effects, also selbst wenn ich bereits weiß, dass mich die Tagesschau zum Beispiel nicht informiert, muss ich aber davon ausgehen, dass ich in einem Gespräch mit einem Menschen, den ich nicht kenne, eher davon ausgeht, dass wir gerade in der schlimmsten Seuche des 21. und 20. Jahrhunderts leben. Das heißt, man hat dann immer so diese Effekte, die man eigentlich auch nur aus Totalitarismen kennt, von so einer Flüstergesellschaft, wo man sich immer erst abtasten muss. Also so, ich sag jetzt mal so was Kritisches und dann merke ich an der Reaktion des Gegenübers, ob ich noch weitergehen kann oder ob dann Stopp ist. Also mein Kollege Robert Stein sagt immer, er sagt dann Tower 7 und wenn dann irgendwie die Person keine Ahnung hat, was das ist, dann redet er über die Champions League, weil dann weißt du Bescheid. So finde ich immer ganz eindrücklich. Und nun ist es ja auch ein bisschen so, wir hatten viele Jahre lang so diese Beschreibung einer Form von Lückenpresse. Den Begriff hat ja unter anderem Ulrich Teusch, der Autor und Journalist, geprägt, der eben sagt, die Medien lügen nicht, aber sie lassen weg und sie verzerren und sie stellen verkürzt dar. Ich würde mittlerweile behaupten, wie siehst du das? Wir haben keine Lückenpresse, wir haben eine Lügenpresse. Weil es ist ja nicht so, dass so die ein oder andere Information irgendwie leicht verzerrt wurde bei dem Corona-Thema. Es wurde gelogen. Also wenn ich mir Gedanken über das Wort Lüge mache, über den Begriff und seine Bedeutung und sein Ausmaß, dann ist genau das passiert aus meiner Sicht. Weil jemand, der ja darauf hingewiesen hat, wurde verdammt ausgegrenzt und hat mit einer Hausdurchsuchung rechnen können und es ist bis heute so, da ist meiner Meinung nach dann irgendwann der Begriff von Lüge angemessen. Es ist, was die Lücke angeht, gehe ich total mit. Also ich finde es erstaunlich, wie gerade jetzt bei dem Thema der Impfschäden oder dem Thema der Übersterblichkeit haarklein genau um das Thema Impfung herumgeschifft wird. Egal, ob das die Welt ist, die ja auch durchaus kritische Töne hat,
oder jetzt in der NZZ. Also ich meine, man muss sich vorstellen, keine nennenswerte Übersterblichkeit 2020. Jetzt 2022 nach der größten globalen Impfkampagne, die es je gab, Impf in Anführungsstrichen, mit einem experimentellen Stoff, haben wir eine Übersterblichkeit und die Impfung wird als Thema weggelassen. Also diese Lücke ist einfach da, das lässt sich empirisch nicht groß angreifen. Was die Lüge angeht, wird es schwieriger, weil Lügen bedeutet ja immer mit vollem Bewusstsein die Unwahrheit sagen. Also die falsche Tatsachengrundlage kennen und trotzdem ja willentlich dagegen verstoßen. Also da braucht man Vorsatz, wobei man auch sagen kann, es gibt zumindest da auch die Kategorie des Redens ins Blaue hinein. Also wenn ich sehe, wie Journalisten vielleicht im halbguten Glauben wird schon so seine Richtigkeit haben, einfach die Politik nicht hinterfragen und die Politik sagt zum Beispiel, ja, die Impfung schützt vor der Weitergabe des Virus und ist damit der Weg aus der Pandemie. Wenn das nicht in Frage gestellt wird und ins Blaue hinein einfach das Geschwätz von Politikern weitergetragen wird, dann haben wir zumindest eine Komplizenschaft bei einer Lüge. Denn die Politiker sind aufgeklärt darüber, was Studienlage ist, sonst könnten sie diese Aussagen nicht machen. Und insofern, ja, das ist der große Vorwurf natürlich an diese Medien. Aber ich denke, dass auch da sich ein großer Wandel abspielt gerade, der den freien Medien einfach zu deren Gunsten möglicherweise gedeiht, wenn sie die Chance nutzen. Und da haben wir jetzt die Situation einfach, dass der Großteil der Menschen den Mainstream-Medien einfach schon nicht mehr vertraut. Aber sich die kleinen freien Medien noch nicht so stark vorgearbeitet haben, dass sie die große Masse vielleicht schon an Leuten erreicht. Wobei wir da auf einem guten Weg sind. Und in dieser Zwischenphase, auch in diesem medialen Zwischenvakuum, befinden wir uns jetzt irgendwie. Und das kann sich auch über Jahre hinziehen, bis da eine größere Bewegung kommt. Auch da müssen die Informationen einfach durchsickern bis zu den Leuten, die vielleicht auch gar keine Zeitungen mehr lesen und einfach nur mit dem Strom der Zeit mitgeschwommen sind in den letzten 2 Jahren. Diese Leute, die sich eben überhaupt nicht informieren, weder in dem einen noch im anderen Spektrum, für die bleibt der Lehrmeister der Erfahrung übrig und das ist immer der schmerzhafteste Weg. Und ich denke mal, dass diese Art von Gegenmachtergreifung vielleicht da auch stattfindet medial, dass einfach das Thema Öffentlichkeit und wie wir Öffentlichkeit organisieren, was überhaupt eine Katastrophe ist seit Jahren und Jahrzehnten, weil es eigentlich gekaperte und kuratierte Debattenräume sind, die wir vorgesetzt bekommen, dass einfach dieses Gemeingut Öffentlichkeit wieder von der Öffentlichkeit der Leute wahrgenommen wird, dass da mehr oder weniger ein Gleichlaut passiert zwischen veröffentlichter und öffentlicher Meinung. Das ist die große Chance, die jetzt das Spektrum der freien Medien hat. Und letztendlich ist es ja unsere Geschäftsgrundlage, dass wir die Lücken, die wir sehen im Mainstream eben auffüllen. Und insofern ist es eine faire Ausgangslage und ich denke, dass wir da auf der Gewinnerstraße sind. Ja, auf eine gewisse Art und Weise ist es geil, in so historischen Zeiten zu leben, denke ich manchmal, auch wenn sie sehr anstrengend sind. Aber so diese Form von Massenpsychose macht mir auf jeden Fall zu schaffen. Du hast es auch gerade angesprochen. 2 Jahre lang ging es um nichts anderes als jeder einzelne Corona-Fall und jeder Abstrich war irgendwie auf der Bild-Zeitungs-Startseite und jetzt haben wir Übersterblichkeiten von 20% und es ist so ein bisschen wie, man ist auf einer Feuerwehrversammlung, auf einem Feuerwehrkongress und man darf nicht das Wort Wasser aussprechen. So. Also ich habe auch den Kollegen Burak Hoffmann kennengelernt im Zuge eines Seminars bei Michael Main, der auch bei Alles auf den Tisch unter anderem mitgemacht. Er ist Schauspieler und er hat auch unter anderem über Radio München die ungehaltene Rede eines Schauspielers veröffentlicht und die wurde stark geklickt. Da
führt er unter anderem diesen Heinz Bude an. Ich kannte das auch gar nicht. Wir sind ja auch mitten in dieser Corona-Aufklärung und der Aufklärung dieses Corona-Unrechts. Ich habe ein Gespräch mit Markus Klöckner jetzt geführt über das Buch Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen. Das Corona-Unrecht auf und seine Täter, weil ja man merkt auch, dass so langsam diese Zeit kommt, wo man endlich mal drüber reden kann, durch welche Traumata wir auch teilweise kollektiv, also zumindest innerhalb der Leute, die sich zum Beispiel nicht impfen ließen, gegangen sind. Und immer mal wieder gibt's aber doch noch Zitate, die man gar nicht auf dem Schirm hatte. Es gab diesen Heinz Bude, heißt er, der war in diesem Pioneer-Podcast von Gabor Steingart und hat dort eben gefordert, naja, es ist ja echt schade, dass man die Ungeimpften nicht einfach nach Madagaskar transportieren oder fliegen lassen kann, wo der historische Vergleich zu diesem Madagaskar-Plan, den ich auch gar nicht auf dem Schirm hatte, ich habe das jetzt alles recherchiert, so in den letzten 7 Tagen nochmal, ja so offensichtlich ist, aber das hat der, da bin ich wieder bei dem Burak Hoffmann, dem Schauspieler, der diese Rede hielt, er hat das erwähnt in seiner Rede und hört dann aber auf mit, ich bin gespannt, ob irgendwie die Verantwortlichen jemals wieder in den Spiegel schauen können irgendwie. Und dann wurde ihm dieser letzte Satz, wurde ihm vorgeworfen, ja, was meinst du denn damit, dass sie wieder in den Spiegel schauen? So, was ist denn das für eine Anklage? Und er fragt sich halt so, ach so, auf offensichtliches Unrecht hinzuweisen ist das Problem, aber wenn ich mich irgendwie mit einer noch nicht mal irgendwie justiziablen, leicht polarisierenden Äußerung verabschiede aus meinem Text, dann wird mir das vorgeworfen. Das ist so paradox, genauso wie diese, ich habe mitgemacht, diese Zitatsammlung ja jetzt als Hass und Hetze gewertet wird. Also die vollkommene Umdrehung und das haben wir ja auch schon seit 2,5 Jahren durchgängig, dass die Begriffe umgekehrt werden. Stichwort freie Medienszene, da warst du ja auch gerade schon. Naja, da frage ich mich auch manchmal, du bist da, glaube ich, relativ optimistisch immer noch, so von wegen, ist ja auch unsere Chance, die Lücke zu nutzen und eigentlich perfekt so. Weltwoche hat jetzt irgendwie ein Monopol damit, dass sie auf den Elefanten im Raum zeigen dürfen. Gibt es aber nicht auch mittlerweile so Abnutzungseffekte? Also man spricht innerhalb einer relativ aufgeklärten Bubble über die immer gleichen Themen, regt sich hier und da auf, empört sich, lässt die neuesten Absurditäten Revue passieren und nichts verändert sich. Ist ja eigentlich für das Establishment auch eine Art von Meinungsmanagement, oder? Ja, man kann es so sehen. Ich sehe das als allenfalls vorübergehendes Phänomen. Ich denke auch, dass sich der Adressat der freien Medien auch ein bisschen verändert. Ne? Also am Anfang ist es vielleicht die eigene Community, die man redpillen muss mit einem bestimmten Thema. Da gibt es übrigens noch sehr viele Themen, die nicht so breit diskutiert werden in unseren freien Medien. Ich sag mal Stichwort Depopulation. Also es wird nicht angenehmer, sage ich mal, wenn man sich das anschaut. Und da fehlt noch einiges, auch du hast es angesprochen, die Aufarbeitung der letzten Jahre, was auch diese Zitate angeht. Heinz Bude, der übrigens als Soziologe auch in dieser BMI-Expertenkommission saß, die dieses Panic Paper mitgeschrieben haben. Ja, also mit Unterstützung von ein paar China-affinen deutschen Wissenschaftlern oder Schweizer Wissenschaftlern. Und wo dann schlimme Sätze stehen wie, ja, dass man Kindern Angst einjagen soll damit, dass sie ihre Großeltern umbringen. Mhm. Ja, oder dass man den Leuten Angst machen muss, dass sie elendig ersticken, solche Dinge. Das ist auch interessant, wie jetzt in den letzten Jahren einfach, als wäre eine Lupe auf diese Gesellschaft gelegt worden oder ein Mikroskop. Und man sieht auf einmal, ah, okay, die ticken so und die ticken so. Und ein Heinz Bude mit seinem schlimmen Madagaskar-Vergleich auch noch, hat sich da als autoritärer Handlanger mehr oder weniger geoutet. Und diese Leute sehen wir jetzt, die haben wir auf dem Silbertablett. Es gibt übrigens von vor kurzem, vielleicht von heute, einen Artikel von Aya Velasquez bei Substack, auch die Plattform, wo ich meinen Blog habe, über Heinz Bude, ziemlich langes Stück, sehr gut recherchiert, wie ich finde, auch mit den ganzen Audiodateien, die dazugehören. Also diese Art von Aufklärung, davon bräuchte es wirklich mehr. Da gibt es richtig viel noch zu tun. Auch Anthony Fauci, die ganzen Todesfälle, da kommen jetzt auch
demnächst noch ein paar Dokumentationen raus, die man dann auf Rumble oder anderen Plattformen sehen kann. Also das ist schon erstaunlich, was da wirklich eventuell noch im großen Raum rumschwebt. Und ja, ich denke mal, dass sich da eine Art von, ja, wie ich vorhin sagte, Adressatenwechsel ein bisschen ankündigt. Klar haben wir unsere Community, die schon sehr, sehr vieles weiß, aus der wir auch ganz, ganz viele Infos beziehen. Ich zumindest kriege sehr viele Mails auch mit interessanten Zuschriften, Dateien, Erhebungen, Hinweisen auf wissenschaftliche Artikel. Das ist eine ganz, ganz große Hilfe. Und der Adressat jetzt ist aber vielleicht eher ein bisschen der Mainstream. Ne? Wir müssen ja diese Themen einfach weiter voranbringen und jetzt lautstark an die Pforten der Gatekeeper klopfen, sage ich mal, damit da einfach dieser Raum hin zur Öffentlichkeit aufbricht. Sonst bleibt es einfach ein Thema, was man weiterhin totschweigt. Ne? Dann spricht man halt in 2-3 Jahren drüber. Also das ist auch im Sinne des Mainstreams, sage ich mal, das jetzt aufzuarbeiten und jetzt einen Schwenk zu machen, als auf das große Schrecken am Ende zu warten, wenn wirklich schon jeder auf der Straße besser Bescheid weiß als die Leute in den Redaktionsstuben. Also es tut dem Journalisten nicht viel zu seiner Ehre, wenn er sich in den richtigen Momenten immer sehr dumm stellt. Ne, das ist einfach auf die Dauer keine gute Geschäftsgrundlage, muss man leider sagen. Ja, interessant, dass du das auch ansprichst, dass da auch sowohl in der alternativen oder freien Medienszene auch noch einige Lücken da sind und aber vor allem auch der so pseudokritische Mainstream da noch lange nicht irgendwie am Ziel ist, weil ich meine, ich kann zum Beispiel auch beobachten, dass jetzt irgendwie fast 3 Jahre nach der ersten Corona-Woche solche Leute von der Welt oder Bild irgendwie wie jetzt Tim Röhn und Anna Schneider und Julian Reichelt sich jetzt so gegenseitig auf die Schulter klopfen, dass sie jetzt hier die kritische Aufklärungsarbeit leisten und die ganze Impflüge ans Tageslicht bringen, wo ich mir so denke, sorry, aber nee, also die Lorbeeren kriegt ihr nicht, es tut mir leid, so, da kommt ein bisschen spät. Das haben andere, haben da ihr Gesicht zu einer Zeit sozusagen in die Kameras gehalten oder sich da klar positioniert, als man dafür noch wirklich keinen Gratismut brauchte, sondern wirklich mit dann dementsprechenden Konsequenzen zu rechnen hatte. Das kann ich auch beobachten, dass dann jetzt so nach und nach ein paar Informationen, so ein paar Sachen werden jetzt sagbar. Also manches sickert jetzt so durch. Ähnlich werte ich auch irgendwie dieses Achtung Reichelt-Format, wo man jetzt so ein bisschen merkt, oder auch Bild live, ich weiß nicht, wie du das siehst, wo dann auch mal so einer von 5 Gästen auch mal so ein bisschen so ein Truther sein darf, weißt du? Und dann merkt man so, ah, okay, da merkt man einfach nur, da ist so ein Markt da und da, das muss man auch ein bisschen bedienen, weil manche Sachen werden so offensichtlich, dass sie sich da sozusagen ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie die gar nicht ansprechen. Aber wenn man dagegen dann zum Beispiel auch in die Staaten schaut, du hast gerade auch angesprochen, es gibt noch viele blinde Flecken innerhalb auch der deutschen freien Medienszene in den USA. Ich weiß nicht, ob du da oft reinhörst, es gibt Podcasts so, da wird viel offener über viel krassere Themen schon geredet. Die sind wie so oft 1-2 Jahre auch wirklich voraus so in der Debattenkultur. Da muss nicht jedes Mal wieder gesagt werden, also auch bei den Zahlen konnte man ja durchaus skeptisch sein. Das ist dort klar. So, lass uns das Thema skippen. So, das ist offensichtlich. Wo wollen wir damit hinkommen? So. Interessant und der krude Heinz Bude, ich hoffe, so heißt die Überschrift auch bei Aya Velasquez, ich habe den Artikel aber noch nicht gelesen, finde ich auch interessant, Stichwort Wikipedia, ich bin gerade mal drauf, zum ersten Mal, wissen wir ja auch, das ist so ein Tool irgendwie, das Meinungsmanagement irgendwie auch dieses, ich sag immer Regenbogenfaschismus, da steht ja auch, ist ja interessant, ne, wenn du als Daniele Ganser irgendwie 9-11 kritisierst, dann steht auch bei Wikipedia in der ersten Zeile, dass du Kinder frisst. Und bei ihm steht einfach nur so in so einem Nebensatz, ja, dass er ja auch gesagt hätte, die könnte man nicht nach Madagaskar verfrachten, die Ungeimpften. Aber ohne weiteren Absatz, so ohne, das läuft auch nicht unter Kritik oder Kontroversen. Das hat er halt gesagt. Hey, lass ihn doch. Der Bro Bude hat es halt mal in einem Podcast gesagt, so. Stell dich mal nicht so an. Ich sehe es nicht ganz so schwarz wie du vielleicht. Also ich kann dein Überdruss nachvollziehen. Gerade so was Welt und Springer angeht,
naja, man muss einfach sehen, es ist ein Großkonzern. Döpfner ist Drehtür, Springer, ganz, ganz viele E-Commerce-Geschäfte, die unter dem Haus laufen, Bilderberg, WEF und so weiter. Ne? Das ist einfach ein Elitist, ne? Ein Globalist. jetzt mit seinem Vogue-Kurs, ne? Wo er die ja schon ein paar Leute verprellt hat. Also das ist, ist alles ein bisschen strange. Also auch solche Großbuden, sage ich mal, sind aber auch ein Mischwarenladen. Ne? Und auch da gibt es eben interne Stränge, die sich da mal ein bisschen durchsetzen können mit ein paar Themen. Ansonsten ist denen einfach so ein bisschen auch der Weg abgeschnitten, weil sie die Ersten waren, die die Impfstoffe mit hochgejubelt haben, die dann auch den BioNTech-Gründern Preise umgehängt haben, Axel Springer-Preis, ne, schon ganz früh dann die große Werbetour für die Impfung, ne, das lief alles sehr stark über Springer auch. Hier in der Schweiz ja noch krasser, da ist der Ringier-Konzern, der die Bild-Zeitung der Schweiz herausgibt, den Blick, da ist die Führung ja aktiv vorgegangen und hat die Redaktionen sozusagen auf eine Haltung quasi vergattert, ne, und hat gesagt, wir wollen jetzt hier die Regierung unterstützen, was den Covid-Kurs angeht. Und zu einem Überfluss hat er dann noch an alle Verantwortlichen der großen Mainstream-Medien einen Aufruf gestartet, das Gleiche zu tun. Also da gibt's schon diese Bildung von Informationskartellen, das ist schon ein Riesenproblem. Aber ich wollte eigentlich was Positives sagen, nämlich wir sehen ja Leute wie Julian Reichelt, ne, welche Lücke besetzen die dann? Mhm. Der macht so ein bisschen den Tucker Carlson Deutschlands, finde ich ganz erfrischend, wie er das macht eigentlich. Und er kann auch mit diesen Themen eben, die eigentlich von den Schwurblern, von den Bösen entdeckt wurden, reüssieren. Und Bild profiliert sich da ähnlich, die Welt ein kleines bisschen mit eben Abstrichen, was das Impfthema angeht in vielen Bereichen. Also die tun zumindest in ihrem Maße das Mögliche, ne? Das muss man ihnen zumindest mal zugestehen. Und insofern landen sie letztendlich bei uns, ne? Also wenn sie so handeln. Also ich sehe das eher als Bestätigung unserer Arbeit der letzten Jahre. Und wenn man noch weiter guckt, ne, ich weiß nicht, du hast es vielleicht mitbekommen, die ganze Precht-Welzer-Debatte in den letzten Wochen mit ihrem Buch Die vierte Gewalt. Ne, schauen wir uns einfach mal Precht an. Schreibt zuerst ein Buch für den Gehorsam, ne, wo er quasi die Unterordnung des Bürgers unter den Fürsorgestaat befürwortet. Und dann stellt sich heraus, er lässt seine Kinder nicht impfen, spricht von Gentherapie, wird vom Spiegel gebasht, outet sich quasi als, man könnte sagen, Impfgegner und Putin-Versteher, dann auch noch mit der Ukraine-Frage. Und jetzt schreiben sie dieses Buch, ne? Also auch das mit Themen, die eigentlich in den freien Medien schon viel tiefer gelaufen sind. Ne? Michael Mayer hast du vorhin angesprochen, Propagandamatrix. In dem Buch fehlt eine ganze Ecke dazu, aber schwamm drüber, sag ich mal, die Kritik an den Medien muss durch die Medien durch, ne? Das haben die ganz richtig erkannt und die sind am nächsten dran. Und die schießen so ein bisschen den öffentlichen Bau von innen sturmreif. Auch diese Leute braucht's und es ist besser, es gibt sie, als es gibt sie nicht. Und ich sehe auch so eine Annäherung in den letzten Jahren an diese Milieus oder dieser Milieus untereinander. Also viele, auch ich, sind ja im Gespräch mit Mainstream-Journalisten. Ne? Also diese Art von Verbindung, die ist ja da. Und man stellt da natürlich Fragen und man sieht trotzdem vieles anders. Aber okay, die Verbindungen gibt's. Und wenn unser Appell damals vor 2 Jahren für freie Debattenräume einen Effekt hatte, dann sehe ich den eben darin, dass es einem Gunnar Kaiser leichter wurde, zu Ken Jebsen zu gehen oder bei Rubicon was zu machen und umgekehrt Kontrafunk auch Leute aus diesem Spektrum bringt. Ne? Also das ist eine Art von Annäherung, die letztendlich den kritischen Block gestärkt hat und Anziehungseffekte hat auf Mainstream-Leute, die jetzt zunehmend kritisch werden und sich fragen, was sie eigentlich in diesem bisherigen Corporate-Media, öffentlich-rechtlichen Medienbereich so für Arbeit gemacht haben. Okay, also du hast jetzt gerade geleakt, dass du mit Sebastian Leber vom Tagesspiegel auf Telegram schreibst und der eigentlich... Dem gerade nicht, nee. Ach so, okay, der war nicht gemeint.
Ja, ich finde es auch, ich beobachte das Gleiche, finde ich mega geil. Genau so ist es. Kontrafunk zum Beispiel, da sprechen im Sonntagspodcast mit BMU irgendwie jetzt Leute, die sich davor zum Teil spinnefeind waren oder die man niemals im gleichen Format, Sender oder auf der gleichen Zeitung gesehen hätte. Wirklich so diese alte Front irgendwie, ach gut, und dann ist eher so dieses Spektrum KenFM, Apolut, zum Beispiel Dirk Pullmann, und dann im gleichen Podcast jemand, der in der AfD ist oder da tätig oder irgendwie, was weiß ich, eher so konservative Werte irgendwie vertritt, und dann kommt es da zu so einem Austausch, weil man eigentlich merkt, okay, gegen das, was hier passiert, sind unsere kleinen Streitigkeiten, sind dagegen irrelevant. So, da, das ist geil. Es kommt zu einem Aufbrechen dieser Frames, dieser Lager, dieses Lagerdenkens. Und Precht-Welzer habe ich auch, finde ich schwierig, weil ich meine, ich habe diese Precht-Sendungen gesehen, wo Welzer eingeladen war, aus 2020, glaube ich. Und da hat Welzer auch noch gegen die ganzen Corona, gegen die Covidioten geschimpft. Das sei ja eine zu vernachlässigende Minderheit von Menschen, denen es noch zu gut geht. Und da hatte ich schon das Gefühl, okay, krass, die sind ja voll eingenordet beide. Und Precht hat ja auch noch diese Aussagen so von wegen Masken, Schulkinder, naja, die sollen sich mal nicht so anstellen. Also Kinder können schon einiges ab. So, ich würde aber behaupten, so einen Reichelt, glaube ich, der weiß mehr, als was er sagen kann. Bei Precht und Welzer habe ich tatsächlich das Gefühl, die wollen sich auch gerne noch so in diesen Kreisen bewegen, wo man noch eingeladen wird. Also die wissen ganz genau, Michael Main hat es auch ganz gut formuliert, wie man das System kritisiert, ohne aus ihm ausgestoßen zu werden. So kommt mir das vor. Und eine letzte Anmerkung noch, weil ich jetzt viel zu spät nach anderthalb Jahren oder so zum ersten Mal diese Bild-Doku auf Amazon entdeckt habe. Die ist ja so geil. Das ist der absolute Hammer, weil man da auch merkt, also Reichelt ist schon ein cooler Typ so. Hast du ja gerade auch gesagt. Ich glaube auch, der hat dieses Ding auch relativ schnell durchschaut. Das merkt man ja selbst in der Doku. Der hat ja diese ganze Maskenpflicht und diese Zahlen und so. Der hat sich ja nur drüber lustig gemacht, während er Ketten geraucht hat in seinem Büro. Und im Endeffekt hat man das Gefühl, der weiß schon noch so, was man vielleicht nicht aussprechen darf, um noch so einigermaßen lieb zu sein, sich mit den Medien es nicht ganz zu verscherzen, aber das ist ja auch schon am Brechen. Also ja, interessant. Ich gehe mal noch so ein bisschen auf zum Abschluss auf so kulturelle Phänomene vielleicht ein. Also wie siehst du so dieses Spannungsverhältnis von Liberalismus und Konservatismus im aktuellen System? Dazu auch noch ein, zwei Anmerkungen von mir. Also man beobachtet ja, einerseits wird einem so ein Pseudoliberalismus verkauft. Menschen können sich als Einhörner identifizieren und Männer schwanger werden. Und wenn man keine Kinder bekommt, dann holt man sich eine osteuropäische Leihmutter. Also das ist ja so eine Form von Liberalisierung. Und diese Freiheiten in Bezug auf Identitätspolitik, die werden vollkommen grotesk übersteigert, während wir gleichzeitig ja, was andere Freiheiten angeht, die geistige Freiheit, Freiheiten des Denkens, der Meinungsfreiheit, Bewegungsfreiheit, das Recht auf körperliche Unversehrtheit, die wurden ja quasi im Zuge des Corona-Putsches abgeschafft oder komplett eingedämmt. So, es kommt also der Verdacht auf, dass so diese Pfeiler des gesellschaftlichen Zusammenlebens gekappt werden im Zuge so einer Liberalisierung, so ein Aufweichen, so ein Einreißen dieses Zusammenhalts, der für Gesellschaft und Kultur essentiell ist, also Sprache, Familie, auch die Erinnerungskultur durch Denkmäler oder kulturelle Veranstaltungen. Also wie kommt man da aus diesem Spagat irgendwie raus, ohne jetzt ganz zurückzugehen zu so Lösungen wie Nation oder Kollektivismus oder so? Ich glaube, es war die längste Frage, die ich jemals gestellt habe. Sorry. Ja, um mal anzufangen mit dem Spannungsverhältnis Konservativismus und Liberalismus. Ich glaube, also das Spannungsverhältnis existiert. Ich glaube nicht, dass diese Konstellation der beiden die hauptpolitische Frage sein wird der nächsten Jahre. Ich werde gleich sagen, wo ich die sehe. Ich glaube, dass sowohl im konservativen Block als auch im liberalen Block eine Art von Spaltung stattgefunden hat.
im Konservativismus ist die Nähe zu Ordnung und zu Struktur, auch zu Befehl näher angelegt. Darauf haben bestimmte Kreise ja in den letzten 2 Jahren reagiert mit Unterwerfung. Ne? Also sind autoritärer geworden. Auf der liberalen Seite haben wir ähnliche Aufspaltungstendenzen, einmal näher hin zur woken Linken, wie du es angekündigt hast oder gesagt hast. Andererseits auch wiederum dieses hin zum Autoritarismus, auch da die Verführung, jetzt den Freiheitsbegriff umzudrehen, ne? Jetzt ist Gehorsam quasi ein Freiheitsphänomen. Diese Umschreibung hat auch in der NZZ zum Beispiel häufig stattgefunden. Und dann auch diese Anbiederung einfach an den Zeitgeist, die Günstlingswirtschaft, die vielleicht im liberalen Denken diese Beweglichkeit näher ist. Das waren insgesamt problematische Tendenzen. Wo ich die Zukunft sehe, und das ist jetzt die Antwort auf die zweite Frage, wäre eher im libertären Spektrum. Was ich glaube, der große Shift sein wird der nächsten Jahre, ist, dass man nicht mehr unterscheidet zwischen links, rechts, sondern zwischen oben und unten. Also dass gegenüber dem autoritären Block, egal ob der sich jetzt aus woken Linken, günstlingsaffinen Liberalen oder Scheinliberalen und ordnungsliebenden Konservativen zusammensetzt, dieser Einheitsblock, gegenüber dem wird es einen autoritären oder besser gesagt anti-autoritären, Entschuldigung, libertären Block geben. Und da sehe ich eine Verbindung zwischen Links- und Rechtslibertären, die sich da zusammentut. Also die Leute, die für Cannabis-Legalisierung, aber auch für mehr Waffenrechte, für Bitcoin sind, ne, für Free Speech, also da so ein bisschen die Schiene von Chomsky bis Mises oder Ayn Rand, diese Spur, glaube ich, wird massiv zunehmen, und das sehe ich im politischen Spektrum auch sich abzeichnen. Na, also wenn wir jetzt sehen, Frau Wagenknecht überlegt, ob sie eine neue Partei aufmacht, hätte einige an Followerschaft aus der Linken, aber auch aus der AfD. Ne, da sieht man, dass dieses Links-Rechts-Thema das gar nicht gut beschreibt, ja, was da eigentlich passiert, sondern das sind einfach Leute, die oft vielleicht ländlich, aus dem ländlichen Gebiet kommend, den gesunden Menschenverstand eher vor Augen habend als die FAZ oder so, und die einfach sehen, da läuft was schief, und es gibt keine Stimme im Politischen, die diese Schieflage irgendwie glaubwürdig vertritt, und da ist eigentlich relativ egal, unter welchem Banner das passiert, und ich sehe darin schon eine elitenkritische Bewegung aufkommen. Es gäbe einige Figuren, die vielleicht da noch Lust haben, darauf aufzuspringen, also auch publizistisch und vielleicht sogar politisch. Also wenn ich dann lese, was Frau Geroso schreibt und was Frau Wagenknecht sagt, da sehe ich auch viele, viele Übereinstimmungen, und da gäbe es durchaus Potenzial. Aber das ist jetzt ein bisschen parteipolitisch gedacht. Ich bin eher derjenige, der über diesen Säulen versucht zu schweben und sich da nicht zu sehr positioniert. Aber allgemein sehe ich das Thema oben unten eigentlich als Hauptthema in den nächsten Jahren. Ja, kann ich nachvollziehen. Vielleicht dann auch eher in so eine Richtung, weil das ist ja auch so das leichte Überthema, so was kommt nach dem Zusammenbruch, dass man in so eine Richtung geht von Subsidiaritätsprinzip, Eigenverantwortung, Souveränität, statt irgendwie alle 4 Jahre irgendwas in Brüssel zu wählen. Ich könnte mich nicht weniger damit identifizieren. Ich war noch nie bei einer Europawahl. Ich, keine Ahnung, warum dort irgendwas über mein Leben oder mein Kiez entschieden werden soll. Es kann vorne und hinten nicht funktionieren. Und ich würde auch eher wie du diese Dichotomie eher so ziehen zwischen autoritär-kollektivistisch, was wir jetzt gerade erleben, auch die letzten Jahrzehnte, was ja nur gut eigentlich überdeckt wird durch diese repräsentative Demokratie, die keine direkte ist, durch dieses ganze Parteiensystem und diesen Sumpf. Und als Gegenspieler so einen freiheitlichen Individualismus, der ja in der Form eigentlich nie ausgelebt wurde. Das haben wir ja noch nie ausprobiert. Ich will zum Abschluss vielleicht mal noch so 2, 3 Staccato-Fragen stellen, wo ich nicht irgendwie erst einen Roman erzähle und dann am Ende, nachdem alle eingeschlafen sind, noch eine Frage kommt.
ich hatte jetzt einen Tweet abgesetzt, der war so ungefähr im Wortlaut, Corona hat alle Helden getötet. Man kann sich kaum mehr irgendwas anschauen, kein Film, keine Serie, weil man weiß so, das waren alles willfährige Helfer, die sich diesem Wahnsinn der letzten 2,5 Jahre untergeordnet haben oder sogar noch mitgemacht haben, um diese Phrase mal wieder zu bedienen. Wie machst du das so? Du bist sicherlich auch jemand, der gerne mal ins Theater geht oder gehen würde oder sich einen Kinofilm anschaut. Allerdings sieht man dann immer die gleichen Gesichter, die dir noch vor einem halben Jahr erzählt haben, so vielen Dank, liebe Ungeimpfte, wegen euch dürfen wir wieder kein Weihnachten feiern und so. Also wie machst du das mit dir aus? Ich gehe tatsächlich voll selten ins Kino und schaue auch ganz, ganz wenig Spielfilme, auch keine Serien. Das ist so der Zeitgewinn, den ich mir gönne, um überhaupt tiefer in Themen einsteigen zu können. Ich bedauere das manchmal selbst, weil ich glaube, ich verpasse sehr viel in dem Bereich, aber ich bin eher ein Buchmensch einfach und schätze da das geschriebene Wort ein bisschen mehr. Aber ich gebe dir recht, das Heldenthema hat ein bisschen gelitten. Aber ich denke, man kann gerade auch genug Helden im Alltag erkennen. Und das sind für mich immer die Leute, die sich in bestimmten Situationen für die Option entscheiden, die mehr Mut erfordert. So würde ich sagen. Eine weitere Frage ist ja eine Frage, die ich auch eigentlich noch so ein bisschen zu wenig diskutiert sehe oder man sträubt sich so ein bisschen, dieses Thema anzusprechen, ob sozusagen hinter den ganzen Agenden irgendwie tatsächlich etwas Bösartiges, etwas Boshaftes steckt, oder es gibt ja auch diesen Erklärungsansatz, man kann das meiste einfach mit Dummheit oder Unfähigkeit erklären, was einem so böse daherkommt. Hast du dich mit den Fragen mal beschäftigt, weil es liegt ja irgendwann auf der Hand, dass man so das Gefühl hat, alles kann man nicht mit Zufall erklären und auch nicht alles mit Dummheit. Also die ganze Art und Weise, wie alles ineinander greift, global abgesprochen scheint, über Jahre geplant und in Planspielen vorbereitet, mit allen Playern eingebunden. So, da kann man nicht, naja gut, so, da die Entscheidungsträger, so, die wissen halt irgendwie auch nicht Bescheid und dann machen die halt nach bestem Wissen und Gewissen und wollen halt Menschenleben retten. Das reicht mir irgendwie auch immer nicht als Erklärungsansatz. Ist vielleicht auch eine harte Frage, aber glaubst du, das ist Dummheit oder Bösartigkeit? Ich glaube, dass sich die Bösartigkeit mit Hilfe der Dummheit in die hierarchischen Höhen relativ leicht vorarbeiten kann. Und noch mit einiges an Steigbügelhaltern, die vom nützlichen Idioten bis zum gewieften Geschäftsmann reichen. Es gibt zu dem Thema ein schönes Buch von Andrew Lobachevsky. Das kennen nicht so viele. Das hat auch den bisschen schwierigen Titel Politische Ponerologie. Und da geht es letztendlich um Psychopathologie und die ganze Wissenschaft des Bösen und die Ursprünge vom Totalitären. Das ist recht erhellend. Ich bin noch nicht komplett durch, aber da werden diese Sachen eigentlich recht gut beschrieben. Und ich denke mal, egal für welches Weltbild man sich entscheidet, man kann ein positives haben oder ein bisschen weniger positives auch, was die Conditio Humana angeht. Letztendlich müssen wir, glaube ich, mit bestimmten Optionen einfach jonglieren und die Option, dass diese Welt einfach psychopathologisch geführt wird von einer ziemlich verqueren Elite, ist eine der Möglichkeiten, die man in Betracht ziehen sollte. Ja, danke für die Antwort plus Buchempfehlung, weil ich saug sowas auch immer auf, wenn ich irgendwie was höre. Ich habe so eine so ein Dokument, das heißt Bücher, die ich noch lesen muss und Filme, die ich noch sehen muss. Und das Problem ist, da kommen immer, wenn ich einen Film gesehen habe oder ein Buch gelesen, kommen dann 10 Titel dazu. So ein bisschen wie der Kopf der Hydra. Aber jetzt habe ich gerade zumindest in Gedanken etwas weiteres dazu notiert, Andrew Lobachevsky. Die Frage ist ja auch berechtigt insofern, dass mit Macht und Geldgewinn oder materiellem Gewinn kann man ja viele Dinge nicht mehr erklären, weil irgendwann ist es egal, ob du 24 oder 53 oder 72 Milliarden auf deinem Konto hast, der Unterschied, der verschwimmt dann irgendwann. Und wenn du auch überall eingreifen kannst und alle Fäden in der Hand hast, dann kann auch so Machtgewinn irgendwo nicht mehr der Antrieb für manche Leute sein, für manche Player, sodass ich dann, ohne eine neue Frage aufzuwerfen, das ist jetzt nur so meine Überlegung,
eben diese Frage aber aufwirft, ob nicht auch so eine spirituelle Macht irgendwie angestrebt wird von manchen Playern. Aber wie gesagt, da kann jeder für sich selber auch sich für ein Weltbild entscheiden oder Literatur dazu besorgen. Ich habe eine Frage aus der Community, und zwar habe ich auf dem Kanal von mir angekündigt, dass ich heute mit dir spreche, und ich habe eine Antwort bekommen von Ulf. Wie sollen deiner Meinung nach die Täter der menschenverachtenden Corona-Politik bestraft bzw. zur Rechenschaft gezogen werden? Stellt sich ja auch noch die Folgefrage jetzt von mir. Willst du es überhaupt? Weil es ist ja leicht suggestiv gestellt, aber in deinem heutigen Artikel, der über die Weltwoche erschienen, gehst du ja auch in diese Richtung Konsequenzen. Wie stellst du dich da gerade auf? Ja, also es führt keinen Weg an brutaler Aufklärung und Offenlegung der Wahrheit vorbei. Ne, es geht da nicht nur um die Verantwortung und Sühne der Beteiligten, auch der Komplizen. Die kann auf verschiedenen Ebenen passieren, strafrechtlich, mit Berufsverboten, allen möglichen. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einfach so weitermachen und vor allem diese Drehtür zwischen Politik, Pharma und globalen Strukturen in der Form beibehalten. Das ist letztendlich ein System im System geworden, das totalitäre Ausmaße erreicht hat. Also das muss komplett auf den Tisch und auch mit allen Konsequenzen und ohne Amnestien. Ne, das wird ja gerade gefordert im Atlantic, der Artikel letztens, oder auch hier in Spahn. Wir werden uns viel verzeihen müssen. Fragt man sich, was haben wir eigentlich Herrn Spahn angetan, was er uns verzeihen müsste? Und also da fangen die Ersten schon an, nach Amnestie zu rufen, wo noch gar keine Aufklärung passiert ist, geschweige denn irgendeine Entschuldigung. Und ich stelle mir einfach vor, dass wir sowas haben wie Wahrheitskommissionen, also die Möglichkeit, alle Themen, die der Bürger hat, auf niedrigschwelligem Weg diskutieren zu können, was auch eine Versöhnungsfrage dann beinhaltet. Wir haben ja massive Gräben in der Gesellschaft und die müssen wir irgendwie zuschütten, weil sonst sind wir als Gesellschaft dauerhaft gespalten und das kann uns nur schaden, was alle anderen Themen angeht der nächsten Jahre. Und Strafgerichte, vielleicht Sondergerichte, denn unsere Richter waren nicht besonders evidenznah, muss man mal sagen, die letzten Jahre. Haben eigentlich alles blind geschluckt, was RKI und Bundesregierung gesagt haben. Also diese Sachen müssen passieren, und ich denke auch, eine große Entschädigung in Form von vielleicht eines Entschädigungsfonds aller Pandemieprofiteure, von den großen Pharmafirmen über Testhersteller, Regierungen, Zeitungen und so weiter. Ne? Also das, da sollte man mal über die Abschöpfung von Gewinnen nachdenken und daraus ein großes Verfahren machen. Das ist das jüngste Corona-Gericht. Das steht allen noch bevor. Wow, starker Abschluss. Ich sag mal, Milosz, es war mir eine große Ehre, dass wir heute die Lösung für alle Probleme gemeinsam in 50 Minuten gefunden haben, weil die Frage war ja, was folgt auf das Ende dieses Systems? Und nee, ich fand tatsächlich gut, ich höre dir so auch oft zu in Podcasts oder Gesprächen und Interviews und denke mir dann manchmal, das hätte ich jetzt Milosz Matuszek noch gefragt. Ich bin jetzt mal dazu gekommen, das wirklich über fast eine Stunde auszudehnen, was mir auch so unter den Nägeln brennt. Weil es ist ja auch sozusagen so ein interessantes Phänomen bei dir, dass man eigentlich in jede Richtung gehen kann und jede Frage stellen kann und dir fällt eine kluge und präzise Antwort darauf ein. Also danke, ich hoffe, auch der Hörer hat einiges für sich mitgenommen. Danke, dass du die Zeit gefunden hast, hier im heißen Herbst im Einheitspodcast anwesend zu sein. Und vielleicht als wirklich letzten Abschluss, was gibt's denn bei dir Neues oder hast du irgendwas anzukündigen? Willst du nochmal auf irgendwas verweisen, lieber Milosz? Oh, im Grunde nur darauf, dass man meinen Blog abonnieren kann, www.freischwebendeintelligenz.org mit Bindestrich. Und ich bringe dann kurz vor Weihnachten noch ein Hörbuch heraus mit dem gesamten Thema des Corona-Komplexes. Das war eine mehrteilige Serie bei mir im Blog, die auch im Buch ist. Wenn es keiner sagt, sag ich's. Und das wird es als günstige Hörbuchfassung geben. Und ich hoffe, dass wir damit noch mehr erreichen als die letzten Monate, um jetzt mal die Aufklärung voranzuschieben.
Genau, da gibt's wieder die Möglichkeit, es kaufen sich wieder die Leute, die es schon wissen, oder man schenkt es seinen Verwandten und dem Onkel Ernst, der noch in der Verleugnung lebt. Alles klar, vielen Dank und liebe Hörer, danke für eure Aufmerksamkeit und bis in Bälde, sag ich mal. Macht's gut. Ciao, ciao.